Wer diese Einladungen im Briefkasten hat, kann sich freuen. Nicht nur darauf, Gast einer exklusiven Veranstaltung zu sein, sondern auch über ein filigranes Kunstwerk, produziert von einem kleinen Designunternehmen. Papier ist etwas, was es A in einer riesigen Vielfalt gibt. Da gibt es immer noch extrem viele Innovationen jedes Jahr. Also es gibt ein Papier, das kommt aus Frankreich, das ist total spannend. Da gibt es Menschen, die fassen das an und sagen, ich ekel mich. Und andere sagen, oh, ist das schön, das hat ja eine geniale Oberfläche. Papier. So alltäglich und doch weckt es Emotionen. Bei Paperlux wird ein Großteil der Produkte daraus hergestellt. Nie von der Stange, immer individuell nach Vorgabe der großen internationalen Kundschaft, wie dem Modelabel Hermès. Die Kunden wollen mit solchen Einladungen auf sich und ihre Produkte oder Dienstleistungen aufmerksam machen. Das ist eine Einladung nach China, wie man hoffentlich unschwer erkennen kann. Es ist ein Diorama, was wir aus ganz vielen verschiedenen Lagen Papier zusammengesteckt haben. Also es ist wirklich alles händisch bearbeitet, nicht bedruckt, nicht veredelt. Da ist nichts dabei, außer dass wir einfach wirklich ein schönes, dickes Papier in ganz viele Lagen geschnitten haben. Trotz solch aufwendiger Kreationen ist das Team von Paperlux um Inhaber-Ehepaar Max und Soraya Kühne überschaubar geblieben. 8 Mitarbeiter wälzen hier täglich Papier. Der kreative Kopf hinter dem Ganzen ist Max Kühne, einer, der das Handwerk liebt. Er ist gelernter Schriften- und Schildermaler. In der Werkstatt legt er täglich selbst Hand an, wie hier bei der Herstellung einer Speisekarte für ein exklusives Restaurant an der Hamburger Alster. Also es ist ein großer Teil unserer ganzen Arbeit, das wirklich zu fühlen. Material kann ich nicht abstrakt darstellen. Es gab mal Versuche, auch Material ins Internet übersetzen, also dass man gesagt hat, okay, der Rückseite von der Website ist jetzt ein Papierhintergrund, hat aber nie das Erlebnis, als wenn ich ein richtig schönes Naturpapier oder sonstiges irgendwie in der Hand habe. Bei der Bearbeitung des rund 2000 Jahre alten Rohstoffs wird auch mal Hightech eingesetzt, wie bei diesem von Paperlux patentierten Verfahren. Ein Laserschneider brennt die oberste Schicht des Papiers weg. So entstehen millimetergenaue Muster und Schriftzüge. Doch der Computer kann nicht alles. Da sitze ich davor, habe eine Glasscheibe und das, was dahinter passiert, sieht vielleicht gut aus, aber funktioniert am Ende des Tages überhaupt nicht. Auf dem Material, ich muss das Material ausprobieren. Wie funktioniert das? Wie benimmt sich das? Wie sieht vielleicht auch ein Druck darauf aus? Auch so manch anderes Unternehmen hat inzwischen entdeckt, was Papier alles kann. Das Künstlertrio Wanda aus Barcelona etwa verschönert Schaufenster mit Faltinstallationen. Die Berliner Designerin Katharin Grigul schafft Raumleuchten, schlicht und trotzdem ein Blickfang. Dafür benutzt sie zum Beispiel das dünne japanische Washi-Papier. Schmuck fertigt Claudia Diehl aus Zeitungsschnipseln. Gerollt und lackiert bekommt in ihrem südwestdeutschen Atelier altes Papier ein neues Leben. Auch die kunstvollen Produkte von Paperlux sollen die Kunden überraschen. Ich glaube, für die Zukunft wird es immer Drucksachen geben und es wird auch immer bleiben. Es wird sich nur mehr differenzieren. Also ich glaube, ein bisschen die Schere geht halt weiter auseinander. Es gibt immer noch diesen billigen Krams, den ich gerne aus dem Briefkasten wegschmeiße. Und es gibt eben die Sachen, wo ich denke, toll, bleibt. Dem Restaurantchef an der Hamburger Alster gefallen jedenfalls seine neuen individuellen Speisekarten. So manchen Designpreis haben die Kühnes schon eingeheimst. Und es könnten noch einige folgen. Denn da sind sich die beiden sicher. Die Möglichkeiten von Papier haben sie noch lange nicht ausgeschöpft.